Hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ich sitze hier bei meinem Morgencafé. Es ist, glaube ich, 8:30 und ich hatte Lust, einfach mal mit euch zu quatschen und wie es so ist, so alleine hier jetzt zu sitzen. Der Große ist auch weg und also in die Stadt. Der kommt auch den ganzen Tag nicht und wie ist das jetzt so? Wo so ziemlich alle weg sind. Das ist ein sehr eigenartiges Gefühl. Gestern Abend, komischerweise, war diese Leere noch nicht so da. Ja? Aber jetzt, wo ich geschlafen habe und wo ich aufgestanden bin, da überlegst du dir, ja, jetzt, ja, der Kleine ist weg. Mein Mann ist weg, der Große ist auch den ganzen Tag weg und da weiß man immer auch nicht, wann der wiederkommt. Also kein Auto mehr vor der Tür. Also, es ist sehr eigenartig gerade. Wirklich ein sehr komisches Gefühl und ich habe relativ gut geschlafen. Ich habe sogar unkontrolliert geschlafen, nenne ich das immer, weil ich, mein Schlaf ist so, dass ich immer, wie soll ich das beschreiben, ich schlafe wirklich unter meiner Kontrolle. Also ich gucke auf die Uhr und denke mir immer, okay, dann möchtest du aufstehen, dann hast du noch so und so viele Stunden und jetzt ganz kurz weg bist, ist nicht schlimm und dann kontrolliere ich mich immer selber, wenn ich dann ich wache hier 100 Mal auf zwischendurch, gucke ich immer auf die Uhr, aha, jetzt hast du noch so und so lange. Und wenn ich die Uhr weg habe, ne, jetzt würden viele sicherlich sagen, die Uhr weg, dann schläfst du besser. Nee, also wenn ich keine Uhr habe, dann gucke ich auf mein Handy. Ja, ich gucke ständig auf mein Handy. Mein Handy muss ja bei mir sein, damit ich erreichbar bin. Ich muss erreichbar sein, auch wenn die Kinder schon alle groß sind. Ich muss einfach, ja, also das ist dann noch schlimmer. Also besser ist, ich muss nicht Handy aufklappen, weil das macht dann ja natürlich richtig wach. Aber diesmal, also heute, ich weiß, ich muss eingeschlafen sein um 20 nach 4, 4:30. Die gehen jeden Morgen los. Ne? Eine Frau, ich würde sagen, eine russische Frau mit ihrem Sohn, jeden Morgen um diese Zeit. Heute ist sie später dran. Normalerweise geht sie schon vor 8. Gehen die los. Der Kleine hat so ein kleines Täschchen. Ich würde den mal so um die 9, 10 schätzen. Die bringt die bestimmt irgendwo hin zur Betreuung und geht dann arbeiten. Ne? Ja, und dann bin ich tatsächlich irgendwie eingeschlafen. Ja, und oh nein, ich habe meine Schwiegertochter angerufen. Mitten in der Nacht um 4. Weil um 4.05 Uhr hat mein Kleiner mir eine Message geschrieben, dass sie jetzt kurz vor Istanbul sind. Und dann habe ich irgendwie, weil meine Schwiegertochter war die letzte, die mich gestern Abend noch angerufen hatte, auf ihre Nummer gedrückt und ruft die an. Oh Leute, um 4 Uhr. Und sie sagt, und ich habe es nicht ausgekriegt, weil ich meine Brille nicht auf hatte. Habe ich nicht gefunden, wo ich drauf drücken muss, damit das ausgeht. Und ist sie rein. Und habe ich gedacht, oh, tausendmal um Entschuldigung, ich habe dich aus Versehen angerufen. Handy, kein Problem, alles gut. Shit, tut mir echt leid, Süße. Das war wirklich, ich weiß, du guckst immer fleißig meine Videos, das tut mir echt leid. Ich habe den Knopf ohne Brille nicht gefunden, wo ich das wieder ausdrücken kann, ja. Oh, nee. Auf WhatsApp, ne. Scheiße, habe ich gedacht, naja, habe ich sie wach gemacht. Tut mir echt leid. Naja. Und der hat mir nämlich eine Message geschrieben und dass sie kurz vor Istanbul sind und dann muss ich eingeschlafen sein. Das hat mich wohl beruhigt und bin erst wieder um 7.40 Uhr aufgewacht. Das ist natürlich richtig spät für mich und da hatte ich auch keine Kontrolle mehr. Ne? Also da muss ich wahrscheinlich durchgeschlafen haben. Na, ich bin aber aufgewacht. Ich habe doch das Wasser blubbern hören und ich hab auch Hundebellen gehört, aber zumindest so, dass ich dann sorglos weiter schlief, sonst wäre ich vorher aufgestanden. Ich hatte eigentlich vor, so um 6 aufzustehen, warum auch immer. Ich habe nicht viel zu tun, weil meine Videos, 4 Vlog-Teile habe ich gestern gemacht, sind alle hoch. Katzi war heute Morgen da, um zu gucken, ob da nicht was zu fressen drin ist, war aber nicht. Die hat aber gestern ganz fleißig alles gefressen. Oder war das die andere? Ich weiß auch nicht.
Gestern Morgen kam die Katze hier lang und wisst ihr, was sie in der Schnauze hatte? Ganz seelenruhig kommt eine meiner Stammkatzen hier vorbei. Die hatten eine Eidechse in der Schnauze gehabt und die hing da noch so halb raus, ne? Der Eidechsenschwanz. Ich wollte auch schnell filmen, aber die war so schnell weg, konnte ich nicht mehr filmen. Und dann ist sie darüber mit der Eidechse über die andere Seite und dann war sie weg. Also Eidechsen fangen die alle. Ich hoffe auch, dass sie meine Schlangen verjagen. Aber die Kleinen habe ich nicht gesehen. Die Kleinen habe ich nicht gesehen. Seit wann habe ich die? Gestern kamen sie, ne? Gestern Morgen. Aber die anderen habe ich nicht gesehen. Tja, ich muss mal wieder Fressen hinmachen, weil die haben alles leer gefressen. Alles aufgefuttert. Ich muss mir noch mal so eine gute Stelle suchen, wo ich immer das Futter herkriege. Ich habe es jetzt vom Metro geholt. Und Tierfutter gibt es ja auch noch in den kleineren Läden hier. Da will ich auch noch mal rein. Aber ich mag nicht in kleine Läden rein. Ne? Wisst ihr, kennt ihr das? Also ich mag das überhaupt nicht. Wenn ich so der einzige Kunde in so einem Laden bin, mag ich gar nicht. Ich gehe lieber so in größere Märkte, wo sich keiner um mich kümmert. Wie zum Beispiel mein Schnäppchenladen. Da ist wurscht, wer rein und raus geht, wisst ihr. Aber wenn du dann da stehst und beobachtet wirst und auch noch gefragt wirst, ob man dir helfen kann oder so, mag ich auch in Deutschland nicht. Ne? Naja. Also der einzige Laden, wo ich tatsächlich das Futter gefunden habe, ist Migros. Und das war sehr teuer, ne? Also da muss ich nochmal gucken, wo ich jetzt Katzenfutter herbekomme. Ich hätte gerne so einen großen Sack einmal gekauft. Wisst ihr, einmal, dass ich da nicht ständig immer wieder neu kaufen muss. Weil so ein Pizzelsack, der reicht ja für nichts. Also nicht so ein Riesensack irgendwie. Aber den kriege ich wahrscheinlich nur in den Tierfutterläden. Naja, den müssen sie mir ja aber hochfahren, ne? Weil die kann ja nicht hochschleppen, den Berg. Ich könnte mir auch so einen Einkaufswagen holen. Aber mal ehrlich, brauche ich nicht. Ich habe Bienen hier, ich habe hier alles, ja. Und zu viel esse ich ja nicht. Ich esse ja nur ein, zwei Dinge, die kann ich auch hochtragen. Man muss nicht alles haben, ne? Naja, gut, aber wenn mein Sohn jetzt kommt, wenn Jimmy kommt nächste Woche, dann müssen wir wieder ganz schön viel holen. So ist ja nicht. Weil der wird ja hier essen. Mal gucken, hole ich mir nicht die Probleme her, die noch gar nicht da sind. Genau, worüber haben wir denn aber eigentlich gesprochen? Genau, wie ich mich eigentlich fühle jetzt hier so alleine sitzend. Also es geht. Ich dachte, das sei schlimmer. Nö, aber es ist alles okay. Es ist nur so eine innere Leere immer so der erste Tag. Wisst ihr, so als hätte man mir mein Herz rausgerissen, so dieses Gefühl. Aber es ist nicht ganz so schlimm, weil ich weiß, die kommen ja alle wieder. Oder zumindest andere meiner Kinder kommen, ja. Die sind ja alle schon in den Startlöchern. Mein Mann kommt sowieso wieder, das weiß ich. Der wird auch am Wochenende immer mal herkommen, selbst wenn er es nicht schafft. Weil die Flieger sind ja jetzt relativ günstig am Wochenende. Die Ferienzeit ist ja vorbei. Da wird es nochmal eine Verteuerung in den Herbstferien geben. Aber so in der Regel schafft man es schon, für eine Person noch ein paar Schnäppchenpreise dann immer zu bekommen. Da wird immer mal herfliegen, denke ich. Ja, und ansonsten bin ich froh, dass ich durchgehalten habe und nicht mitgefahren bin. Weil meine Kinder haben mich alle wollten alle, dass ich mitkomme. Mein Mann sowieso, komm doch mit. Und kannst du den Kindern immer Essen kochen und kannst du dann ja bei denen zu Hause sein in Hamburg, ne? Habe ich gesagt, nein, das ist mir zu voll, will ich nicht, bleib hier. Und bin froh, dass ich da standhaft geblieben bin und nicht in dieses doofe Hamburg wieder zurück. Ne, ist ja nicht doof, es ist schön, aber ich will jetzt hier bleiben. Ich will jetzt hier bleiben, ich will jetzt mein Leben hier aufbauen und nicht wieder zurück. Ja. Mal gucken, also der Kleine ist nicht ganz so abgeneigt, hier eventuell zur Schule zu gehen. Also, er macht jetzt erstmal in Hamburg weiter, aber ich glaube, je öfter die dann auch kommen, wisst ihr, und je mehr man sich dann auch hier dran gewöhnt an diese Umgebung hier, ich glaube, desto besser kann man sich dann auch mit dem Gedanken abfinden, hier dann auch für ganz zu bleiben. Naja, im Moment will er nicht, ist er nochmal zurück und ja. Macht da seine Sachen. Ich möchte nicht so drüber sprechen. Ihr wisst ja, der Kleine hat das alles nicht so gerne. schauen wir mal. Ne? Wenn er dann wieder da ist, dann kann ich vielleicht wieder das eine oder andere erzählen. Aber wenn er nicht da ist, erzähle ich nichts. Ja,
Naja, mein Mann ist jetzt bei den Kiddies und wir haben ja unsere Wohnung in Norderstedt aufgelöst. Da war er ja immer. Und jetzt bei den Kindern. Schauen wir mal. Ja, also wie gesagt, es ist gerade heute jetzt, gestern Abend ging es noch. Ich hatte ja auch viel zu tun und ich musste ja auch noch wässern und dann überall nochmal gucken. Und da war ich auch nicht ganz allein, aber jetzt bin ich ja hier, ist ja gar keiner hier. Ich bin gerade dieses Gefühl wieder, oh wow, jetzt bist du wieder, ne, ist alles, alle weg. Und ja, der Große kommt ja, aber er sagte, er würde heute nicht so spät kommen. Also er würde bald wieder kommen. Mal gucken, was er davon einhält. Naja, ich trinke jetzt meinen Kaffee und habe gar keine Lust, mit meinem Bearbeitungsrhythmus anzufangen. Ich müsste mich meine Videos jetzt alle einstellen für den Vormittag. Habe ich gar keinen Bock zu. Ich sitze jetzt hier einfach und genieße so die Aussicht und gehe immer mal in die Zimmer rein, wo gestern noch alle waren. Ich habe eben den Kühlschrank aufgemacht. Da steht noch die Milch von meinem Sohn, von dem Kleinen. Und der Geruch ist ja auch noch überall, wisst ihr. Also es ist schon immer der erste Tag ist knifflig. Aber ich habe ja hier viele Möglichkeiten, mich abzulenken. Ist ja nicht so wie bei mir auf dem Dorf, so dass da ist ja dann wirklich tote Hose. Da ist ja gar nichts, außer Miley. Ne? Das ist natürlich nochmal eine große Hilfe. Ich habe gestern auch gedacht, als wir weggefahren sind, ja, jetzt habe ich hier ja nicht mal mehr einen Hund. Ne? Nicht mal Miley, die ich mal so umarmen kann. Habe ich gedacht, dann kann ich ja die Katzen nehmen, die ja alle immer zu mir kommen, die hier immer alle rumlaufen und mich immer besuchen. Aber ich weiß nicht, also Katzen sind so ein bisschen, ich finde immer, Katzen sind so sehr auf sich bezogen, so eigentlich nur so auf Futter und sind so Einzelgänger. Wisst ihr, was ich meine? Klar, wenn sie zu Hause sind und wenn sie nicht raus können und dann sind sie schon sehr, sehr menschenbezogen auch. Aber wenn sie Freigänger sind, wenn sie draußen sind, das sind ja hier die Katzen natürlich, gehört mir ja nicht, weil es sind ja alles die freilaufenden Tiere hier, dann sind sie schon sehr auf sich, also ne, auf Futter, Trinken und mehr wollen die gar nicht. Und ja. Und puscheln kannst du mit denen ja auch nicht. Wenn dich einmal kratzen, kriegst du gleich eine Blutvergiftung oder Würmer oder Flöhe. Ich bin ja so ein Piesel, ne? Ich bin ja so ein Angsthase, was Krankheiten betrifft. Naja, aber ich werde mich schon noch überwinden. Ich werde sie auch anfassen. Bis ich mir eben immer Desinfektion irgendwo hinstelle. Da wird man sich auch dran gewöhnen, wenn man das einmal gemacht hat und wenn man dann immer. Wenn man das, ne, wenn man, dann macht man das ja auch nicht mehr. Ist ja nur so der Anfang erstmal, die Überwindung. Ja, mein Lieben, ich wollte mal so meine ersten Gefühle mal mitteilen, wie das so ist, so alleine jetzt hier in diesem Haus zu sein. Und ich habe aber genug zu tun. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier sitze und mich langweile. Ich will nämlich ordentlich produzieren jetzt, während ich hier Zeit habe. Vor allen Dingen meine beiden Parallel, meine Zweit- und Drittkanäle will ich ordentlich pushen. Die sind nämlich ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden in den letzten Wochen und mein Blog auch. Gestern habe ich, glaube ich, auch gar nicht geschrieben für vorgestern und für gestern sowieso auch nicht. Das muss ich auch noch machen. Und ja, das ist aber ein Problem, weil ich meinen Blog jetzt auf meinem Handy schreiben muss und nicht von meinem Computer kann ich nicht mehr mit meinem Internet verbinden hier. Das ist aber auch ein richtig Kackding, der muss unbedingt mal formatiert werden und dann nochmal neu. Ich habe nur Angst, wenn ich das mache, wenn ich den vor, also wenn ich den, ne, neu, wenn ich den leer mache, dass ich dann irgendein Passwort brauche, was ich dann nicht habe oder irgendetwas dann nicht mehr funktioniert. Davor habe ich halt Angst und ich kenne mich ja auch nicht aus und ich habe ja auch die ganzen Passwörter gar nicht, weil das ist ja eigentlich ein Firmencomputer gewesen. Den hat mein Mann mal für die Firma gekauft vor vielen Jahren. Und mein Sohn sagt sowieso, schmeißt die alle weg. Die sind alle altmodisch, sind alle kacke. Ui, da kommt noch mal eine Katze, einmal die Katze um die Ecke. Ja, ihr habt alle Hunger, ne? Oh Gott. Soll ich ein bisschen kommen? Ich gebe euch ein bisschen Futter rein. Dann könnt ihr ein bisschen gucken und ein bisschen essen. Naja, mein Lieben, also ihr seht, ich habe hier weiterhin zu tun.
Ich muss mich um die Katzen kümmern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß weiterhin auf meinem Kanal. Guckt auch bitte immer auf meine Parallelkanäle. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr da auch abonniert, damit die Kanäle ein bisschen in die Puschen kommen. Einmal Finanzakademie und einmal Beauty over 50. Abonniert auch, wenn euch das Ding nicht interessiert. Ich würde mich riesig drüber freuen und bedanke mich dafür schon mal ganz, ganz herzlich im Voraus. Ich werde übrigens öfters mal jetzt dazu aufrufen, meine Zweitkanäle zu abonnieren, weil braucht da so ein bisschen Hilfe von euch. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.